Um Städte und ihre Entwicklung besser zu verstehen, hat man verschiedene Strukturmodelle konzipiert. Diese Modelle sind theoretische Ansätze. Sie sollen räumliche Prozesse innerhalb einer Agglomeration eines städtischen Ballungsraums unter soziokulturellen Aspekten untersuchen und vereinfacht darstellen. Da die meisten nordamerikanischen Städte in derselben Zeitperiode entstanden, weisen sie ähnliche funktionale, soziale und formale Strukturen auf. Die neue Welt, weit weg vom alten Europa, bot neue Möglichkeiten des Städtebaus, ohne den alten sozialkulturellen Ballast. In Lateinamerika gab es bereits vor der Ankunft der Kolonialmächte Spanien und Portugal große Städte. Die Inka- und Aztekenkulturen verfügten im 14. Jahrhundert über urbane Zentren und eine gut ausgebaute Infrastruktur von Straßen und Bewässerungssystemen. Die Azteken nutzten für die räumliche Organisation ihrer Städte eine Schachbrettstruktur. Heute ist die lateinamerikanische Stadt ein komplexer Organismus mit vielen urbanen Eigenheiten und sozialen Widersprüchen. Diesen neuen Stadttypus bezeichnet man als die fragmentierte Stadt.